Hallo. Das ist mein erstes Interview. Wow. Und beim ersten Date bringt man was mit. Das ist aber sehr nett. Ich hoffe, Sie essen die auch. Ich habe die ehrlich gesagt noch nie gegessen. Ich war auch völlig überfordert vorhin beim Rewe, weil ich nicht wusste, dass es drei verschiedene Varianten gibt. Ja. Wieso? Nur eins. Sie hätten sich zwei dann noch mitnehmen sollen für sich selber. Das macht nichts, das bin ich gewohnt. Und wissen Sie, wenn natürlich, wir haben vorhin darüber gesprochen, wenn natürlich anderthalb Stunden die Leute immer nur boring rufen, dann ist es auch boring fürs Publikum, würde ich sagen. Nicht? Erstmal amüsiert es die Leute, diese Zwischenrufe, aber dann irgendwann denkt man sich, ich reagiere spontan auf irgendwelche, also gestern haben sie über boring und dann plötzlich einer langweilig gerufen, habe ich gesagt, oh, auf Deutsch. Also spontan, wie es halt gerade kommt. Selten, aber es gibt manche, da sage ich dann auch meine Meinung. Es kommt ganz, ganz selten vor. Klar bin ich froh, ich trage ja privat schon immer Strapse. Insofern wäre das eine Wiederholung. Der Erzähler ist außen vor, der gehört nicht in diese Geschichte. Der Erzähler darf nicht in Strapsen auftreten, weil er gehört nicht zur Mannschaft von Rocky Horror. Weiß ich nicht. Da müssen Sie mal Annette fragen, ob sie sich als Dame fühlt. Ich glaube, da würde sie sagen, nein, ich will keine Dame. Das kommt darauf an, das kann ich nicht beurteilen. Ich sitze ja nicht drin, wenn die auf der Bühne sind. Mhm. Aber ich nehme an, dass das Gleiche kommt. Es liegt daran, dass die meisten oder sehr, sehr viele Leute, die in Rocky Horror gehen, in die Vorstellung schon mindestens zweimal da waren. Mhm. Und ich habe erlebt in Hamburg zum Beispiel, dass in der ersten Reihe, da waren glaube ich drei Frauen, die waren in jeder Vorstellung. Mhm. Weil es einfach Fans, ganz, ganz, ganz viele Fans gibt, die immer wieder reingehen und auch schreiben, wann geht's denn wieder endlich los. Mhm. Okay. Und daher kennen die das alle und die reißen halt die anderen mit dann.